Der Berliner Unternehmenspreis wird gemeinsam vom Berliner Senat und von der IHK verliehen. Und es geht darum, dass Unternehmen ausgezeichnet werden, die sich über die Arbeit mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern engagieren. Ich finde, wir machen mit diesem Preis hier deutlich, dass Unternehmerinnen und Unternehmer weit mehr leisten für unsere Stadt als viele andere. Wenn wir nicht diese tollen Unternehmerinnen und Unternehmer hätten, die an diese Stadt glauben, die hier investieren, die mutig sind, die Perspektiven schaffen, Arbeitsplätze schaffen, würde vieles in unserer Stadt nicht funktionieren, auch nicht laufen. Jedes Unternehmen, was hier Arbeitsplätze schafft, jedes Unternehmen, was hier Wertschöpfung schafft, ist schon gesellschaftlich engagiert. Und wenn dann auch noch Ausbildungsplätze dazukommen und sonstiges Engagement, dann ist es noch gesellschaftlicher engagiert. Die Unternehmen, die wir heute auszeichnen, die heute hier auf der Bühne stehen werden, sind aber die, die darüber hinaus noch mehr gesellschaftliches Engagement einbringen und zur Verfügung stellen und ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Ressourcen dafür einsetzen. Und das gilt es anzuerkennen. Und deswegen braucht es einen Preis für dieses besondere Mehr, was diese Unternehmen leisten. Wow! Herzlichen Glückwunsch an Dot Berlin GmbH und Co. KG. Riesenapplaus bitte! Der Gewinner in der zweiten Kategorie ist Brambles Donuts. Ich gratuliere ganz herzlich Terra Naturkost Harnschiff KG. Es sind einfach tolle Finalisten, auch andere Unternehmen, die es bestimmt genauso verdient haben, und ich war auch sehr angenehm überrascht. Also für mich bedeutet das mega viel, weil wir mit Brambles Donuts eigentlich immer versuchen, was Gutes zu tun. Und ich finde es einfach mega schön als Bestätigung, dass das auch anerkannt wird. Ich glaube, dass alle Berlinerinnen und Berliner halt gut beraten sind, wenn sie gerne und gut in dieser Stadt wohnen wollen und leben wollen, dass sie sich eben auch für die Stadt einsetzen. Und dafür ist das natürlich ein gutes Zeichen, zu sagen, ja, Ehrenamt ist wichtig in Berlin, also nicht nur in Berlin, sondern grundsätzlich, und sich da eben dafür auch einzusetzen.